Guten Abend, gute Nacht. Für euch alle, Nummer 403. Heute ist Donnerstag, Donnerstagabend, Donnerstagnacht, der 13. 13. Mai 2021, Christi Himmelfahrt. Philoktet. Das ist der Platz. Lemnos, hier Sohn Achills, hab ich den Mann aus Melos ausgesetzt, den Philoktet, in unserem Dienst verwundet, uns nicht mehr dienlich, seitdem Eiterdrang aus seiner Wunde stinkend sein Gebrüll kürzte den Schlaf und gelte misslich in das vorgeschriebene Schweigen bei den Opfern. Der Berg ist sein Quartier, sein Grab nicht, hoff ich. Ein Loch vom Wasser in den Fels gewaschen, in langer Arbeit als der Fisch bewohnte, was wir mit trockener Sohle jetzt begehen. Ein Quell davor, wenn 10 Jahre einen Quell nicht austrocknen. Such mir seine Wohnung, dann hör meinen Plan und was da bei dir zufällt. Das sind die Worte von Odysseus an Neoptolemus. Und den Philoktet habe ich deshalb ausgesucht, weil es natürlich immer noch um Troja geht. Und wir waren ja gestern bei Achill stehen geblieben und bei Penthesilea. Und Achill wurde ja bekanntlich vom Pfeil des Paris, der schönste Mann, der die Helena geraubt hatte, getroffen. Der Pfeil war allerdings gelenkt von Apollon. Und deshalb konnte Paris die Achillesferse treffen. Das war ja die verwundbare Stelle bei Achill, der von seiner Mutter Thetis, einer Meeresgöttin, in heißen Ambrosia getaucht wurde, und um ihn unverwundbar zu machen. Aber irgendwo musste sie ihn ja festhalten. Und das sah ihr Mann und war völlig erbost und schrie sie an, was macht sie denn, das Kind töten und sowas. Und sie wollte das Kind ja gar nicht töten, sie hätte es ja nur unsterblich gemacht, bis auf diese eine Stelle eben. Und Thetis war so erbost über ihren Mann, mit dem sie ja noch nicht so lange zusammen war, dass sie einfach wieder wegging und im Meer weitergelebt hat. Aber sie hat sich um ihren Sohn natürlich gekümmert und ihm gesagt, ja, wenn du nach Troja ziehst, dann besteht dir ein kurzes, aber ruhmreiches Leben bevor. Ansonsten kannst du lange leben und nicht so ruhmreich. Und er hat sich für Asteris entschieden. Und dieser Paris-Pfeil tötete also Achill. Und alles war schlimm. Die Schlacht ruhte schon wieder und es gab kein Vor und kein Zurück. Also gab es schon wieder ein Orakel. Und diesmal eins über Philoktet. Und bei diesem Philoktet muss man ganz kurz sagen, der Philoktet hat, als er so durch die Gegend schlenderte und an einen Scheiterhaufen kam, wo ein Mann, ein sehr kräftiger Mann, in Todeskrämpfen und Todeskampf obendrauf stand, hat er, weil der Mann ihn bat, diesen Scheiterhaufen doch endlich anzuzünden, damit er sterben kann, hat er das getan. Und er hat nicht irgendeinen Scheiterhaufen angezündet und nicht irgendeinem Mann das quasi Leben gerettet, sondern dem Herakles. Herakles, der tödlich verwundet war durch ein Gewand vom Zentauren Nessos. Und er konnte ja den Scheiterhaufen nicht sich selber anstecken und das hat der Philoktet gemacht. Und der bekam dafür, und das ist das Wichtige wiederum für den Trojanischen Krieg, er bekam dafür die berühmten Pfeile und den Bogen von Herakles. Und bekanntlich, dieser Bogen und diese Pfeile von Herakles waren sehr, sehr berühmt, denn der Herakles hat bei seinen 12 Arbeiten, die er verrichten musste, in der 2. Arbeit die schreckliche Hydra, dieses Ungeheuer mit den 1000 Köpfen, wo dann man einen Kopf abschlägt und dann gleich wieder 2 kommen, diese Pfeile hat er mit dem Blut von der Hydra getränkt.
Und das ist ja, die waren giftig und das ist, und dadurch hat er seine Feinde natürlich immer gut töten können. Und dieses Gift ist eben auch auf dieses Gewand von diesem verräterischen Zentauren Nessos gelangt. Und dieses Gewand hat dann die Frau von Herakles gehabt und der hat ihr was vorgelogen und dann hat sie ihm das umgelegt und da war er natürlich dann, das Fleisch löste sich ab. Also ganz, ganz schlimm alles. Und das Orakel wiederum sagte, diese Pfeile und die Erbogen von Odysseus und Philoktet und der Sohn von Achill, die müssen alle wieder mit dorthin zum Trojanischen Krieg, damit das überhaupt weitergeht. Am Ende hat auch das nicht wirklich geholfen, sondern am Ende hat ja nur die List von Odysseus geholfen, nämlich das trojanische Pferd. Aber dieser Philoktet, der musste geholt werden. Und das war gar nicht so einfach, weil, und das muss man auch noch zum Trojanischen Krieg sagen, auf beiden Seiten verschiedene Götter gekämpft haben. Ja? Und die Hera, die war immer auf der Seite der Trojaner, weil ja auf der Seite der Griechen Achill kämpfte und auch Herakles durch seine Pfeile bei Philoktet. Und Herakles war nun ein uneheliches Kind von Zeus und alle unehelichen Kinder zogen ja den unversöhnlichen Hass von Hera auf sich. Deshalb war natürlich auch der Hass gegen Philoktet groß und deshalb hat sie diesen Philoktet durch eine Schlange beißen lassen und diese Schlange hat eine eklige Wunde gemacht und deshalb haben sie diesen Philoktet ausgesetzt auf dem Weg nach Troja und das hat natürlich wieder Odysseus gemacht, weil er ja so schlau war und das immer gut machen konnte und da hat der Philoktet geschlafen mit seiner Wunde, da haben sie ihn liegen gelassen und sind weitergefahren. 10 Jahre, fast 10 Jahre war der jetzt auf dieser Insel. Nun mussten sie ihn wiederholen und wer holte ihn? Natürlich Odysseus, weil er natürlich der Schlauste war und der nahm sich aber den Sohn von Achill mit. Und das war schlau, weil der Achilles, der hasste den Odysseus auch, aber unbegründet, weil Odysseus nämlich die Rüstung seines getöteten Vaters Achill hatte. Und die hat er sich aber mit seiner Mannschaft redlich verdient, weil er Achill aus dem Schlachtgetümmel, den toten Achill, zurückgeholt hat, damit sie ihn begraben konnten, ja, die Griechen. Und da hat seine Mannschaft sehr viel geleistet und deshalb hat er diese Rüstung bekommen. Aber das hat natürlich der kleine Neoptolemus, der Sohn von Achill, nicht gewusst und er hat natürlich nur auf den geschimpft. Also der Neoptolemus und der Philoktet, die hassten natürlich beide Odysseus irgendwie aus verschiedenen Gründen und deshalb hat der schlaue Odysseus sich das zunutze gemacht. Und jetzt, bevor Philoktet auftaucht, sagt er dem Neoptolemus noch was. Was? Diese dem Philoktet sagen soll, damit sie dann zusammen wieder nach Troja gehen können und kämpfen können. Und diese Worte sind natürlich von Heiner Müller aus seinem berühmten Stück Philoktet. Da spielen einfach nur 3 Leute mit. Odysseus, Neoptolemus und Philoktet. Und in der griechischen Mythologie geht Philoktet natürlich mit, spielt noch eine große Rolle. Also Odysseus hat seinen Auftrag wieder erfüllt. Nun die letzten Worte, bevor Philoktet kommt, von Odysseus. Solang der sein ist, Anmerkung der Redaktion, der Bogen, fürchte seinen Bogen, bis er uns folgt in Stricken oder frei nach Troja, wo Asklepios ihm den Fuß heilt, damit er uns hilft von der größeren Wunde, aus der zu lang schon 2er Völker Blut geht. Der Stinkende uns vom Gestank der Schlacht fürchte sein Elend mehr als seinen Bogen. Nur blind für seine Wunden heilst du die. Nur taub für seinen Jammer stillst du den. Allein in deiner Hand liegt jetzt das Ganze, denn was ich dabei kann, ist beten um ein wenig Schleue mehr für dich zum Schlauen. Hermes, Athene, auch helf dir zum Sieg die Göttin, die der Gott sich aus dem Kopf Schnitt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen geht's weiter.